Hier im Schlafzimmer dieser Plattenbauwohnung gibt es wieder den Verdacht auf falsches Lüften. Es gibt oben in der Ecke Schimmelpilz und auch unten genau über dem Bett. In den Fugen habe ich Feuchtigkeit festgestellt. Und zwar hier ist die Feuchtigkeit hochgegangen bis auf 80% mit dem Messgerät, was in der Tiefe die Feuchtigkeit misst. Und auch hier mit tiefen Elektroden habe ich also Löcher bohren müssen und in der Fuge ist dann erhöhte Feuchtigkeit festgestellt worden. Das kann man am erhöhten Stromdurchgang hier im Messgerät feststellen. Der Messwert geht also nach oben und das zeigt einen erhöhten Stromdurchgang an. Der erhöhte Stromdurchgang gibt dann ein Maß für die Feuchtigkeit. Wenn die Fuge durchfeuchtet ist, führt es zum Schimmelpilz und der Mieter hat ja keine Schuld.